Hallo und recht herzlich willkommen zurück hier zu Gas Station Simulator. Ja, inzwischen gibt es ja hier dieses Can't Touch. Man kann ja alles ändern. Da gucken wir uns das auf jeden Fall noch an. Dann kommt bald noch ein neues DLC. Es wurden einige Verbesserungen vorgenommen und neue Inhalte hinzugefügt. Und. Ja, jetzt bin ich mal wieder reingesprungen. Dachte mir, ich guck's mal wieder an, weil hab Bock. Ja, ich habe Bock. Und meine Mitarbeiter sind hier fleißig am Machen und Tun. Das ist schön. Da hinten haben wir noch Reifen. Wir müssen unbedingt aufpassen, dass wir hier alles glücklich halten. Sonst kacke. Ja, wie gesagt, hier kann man echt alles einiges ändern und machen und tun. Ich muss bloß gucken, wie wir das angehen. Lop. So. Im Moment. Nein. Farbauswahl links Shift. Ich will erstmal. Oh. Mist. Ich will erstmal. Wollte erstmal gucken, was es so. Was man so machen kann hier. Hallo. Es ist schön, dass wir jetzt da eine weiße Wand haben. Ja. Nach der Ausrüstung. Let's tap. Drückst du Shift, um meine Farbe zu wählen. Shift. So. Tankstelle Level 6. Ja, das ist aber nicht das, was ich eigentlich suche. Neu, du hast neue E-Mails. Okay, ich guck mal kurz. Nein, komm hier nicht durch. Moment. Oh, hier alles leer gekauft. Lucky, Lucky. Wir machen mal Lucky, Lucky kurz. Nachrichten. Tankstellen überarbeiten. Du willst der Tankstelle wirklich deinen Stempel aufdrücken, nicht wahr, Neffe? Ich habe immer gesagt, du kannst kein gutes Geschäft aufbauen, ohne dir die Hände zumindest ein wenig schmutzig zu machen. In deinem Fall staubig. Kannst jetzt nicht auf dumme Ideen, kommst jetzt nicht auf dumme Ideen, Junge. Dieser schwere Presslufthammer sollte für deine Zwecke reichen. Aber immer langsam mit dem jungen Pferden. Komm hier rüber, bevor du deine Füße oder sonst was zerlegst. Du kannst jede Wand deines Hauptgebäudes renovieren. Du musst die entsprechenden Materialien bezahlen, wenn etwas veränderst. Du kannst auch die Position von Fenstern und Türen verändern, sofern sie zu der entsprechenden Wand gehören. Aber das ist noch nicht alles. Du kannst auch die Mülleimer und die Registrierkasse umstellen. Indem du die Registrierkasse umstellst, kannst du den Weg der Warteschlange verändern. Versuch's wenigstens ein gewisses Maß an Sinn und Verstand walten zu lassen. Das wär's im Grunde. Schauen wir mal, ob du mit dem Innenarchitekt eignest. Sag mal, was ist denn? Was wird denn hier gehupt? Und warum? Der Container stand doch sonst nicht immer hier, oder? So weit. Wie sieht das überhaupt aus hier? Ich glaube, das wurde alles mal verstellt. Ja, guck mal, der Gastank ist jetzt. Also der Tank ist jetzt hier. Moin! Hab ich noch Saft? Ich hab noch Saft. So, halt Schmutz anzeigen. Links Shift, ja. Ich glaube, die haben auch einiges verändert mit dem Sprühverhalten, dass es nicht mehr so dolle ist. Halte links B, drücke Deckel drehen, benutze Maus-Scroll, genau das wollte ich eigentlich. So, jetzt machen wir dein Auto mal schick, bevor du wieder abhaust. Auf den Druck müssen wir dann auch aufpassen hier. So, Schätzchen. Eine komische kleine Möhre hast du da. So. Okay. Ja, wir können ja echt alles verändern und machen und tun. Hast kein Eis mehr da? Es ist noch genügend da. Okay. Aufheben. Ja, da wollen wir jetzt nicht. Da werde ich einiges umstellen und machen. Das wird sich auf jeden Fall noch ordentlich verändern, denke ich. So, wir haben keine Brillen mehr. Wir müssen mal Brillen bestellen. Tankstelle, Lager. Aber zuerst für die Werkstatt. Moment. Lieferung.
Autoteile. Wir brauchen Reifen dringend. Oh, die sind gerade aktuell ein bisschen teuer. Mach mal 6. Oh, der ist im Angebot. 10. Machen wir nur 5. Motoröl ist noch im Angebot. Aber da weiß ich gerade gar nicht, wie viel Motoröl wir haben. Zündkerzen. Kühlmittel. Okay. Ja gut, dann haben wir das fertig. Der Kumpel, weiß ich nicht, der hält noch ein bisschen durch. Kippen und so. Ja, ja, ja. Okay. Zahlung. Lege eine Pause ein. So. Gut, weil es gerade sowieso keiner da ist an der Tanke. Das ist vielleicht ganz gut. Du bist noch da. Das ist in Ordnung. Kraftstoff, wie sieht der aus? Wie sieht Kraftstoff aus aktuell? Lululul. Ja, ich habe keine Ahnung. Autoteile haben wir gerade gemacht. Produkte, wir brauchen Eis haben wir noch. Zigaretten würde ich jetzt mal noch holen. So viel Kippen haben wir jetzt auch nicht. Ein bisschen Alkohol, aber nur den, der gerade im Angebot ist. So, soll erstmal reichen. Dann holen wir uns mal die Lieferung eben schnell. Lalalala. Ich komme gleich zu Ihnen. Moment bitte. Ich habe hier zu tun. Dann muss ich aber da hier rein. So. Nein, zurücksetzen wollen wir nicht. Kommen Sie rein. Ah. Jawohl. That'll do. That will do. Der will do. Ja, die haben das verschnellert. Seht ihr? Der ist ruckzuck wieder weg. Das ist super. Sonst musstest du immer ewig warten. Hier machen wir auf jeden Fall zu, sonst werden wir beklaut. Kraftstoff warten, Leute. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Ich hoffe, du hast deine Fenster zu, Kumpel, sonst wird's feucht in der Bude. Kann ich ja dann auch nicht ändern. Ist nun mal alles eine feuchte Angelegenheit hier. Na guck mal, das sieht doch schon gut aus. Ah, so. Ja, ja, immer mit der Ruhe hier. Dann müssen wir den Vorschlaghammer mal suchen. Müssen wir gucken, wo das ist. Wir haben auch noch eine Mehl. Ah, so, einmal da rein. Einmal hier rein. Einmal da rein. Boah, wie viel ist denn das? Hilfe. Hilfe. Haben die das verändert? Ich glaube ja. Oh Gott, ich habe mit Sicherheit mega viel bestellt hier. Ich glaube, es ist noch offen, aber hey, stört ja nicht. Heraus, ja. So, Werkstatt sind 2, Kraftstoff sind 3. Werkstatt, ist da noch jemand in der Werkstatt? Weiß es gerade nicht. Oh! No. Oh, Entschuldigung. Ich habe mich ein bisschen vertan. So, da ein Schuh draus. Hier. Yeah. Ich bin ja Special Plo. Ich glaube, der in der Werkstatt ist auch nicht mehr da. Nee. Moin. Muss ich wohl alles alleine machen hier? So was habe ich Mitarbeiter. So, was hast du denn? Volle Reifen. Flip. Sind ja alle im Arsch.
Oh, weia. Was soll ich dazu sagen? Kommen Sie mal raus. Ich hier noch einen Mitarbeiter, sonst wird das nichts. Glaube ich. Ich schaff das gar nicht alleine. Wie bist denn du hierher gekrochen mit deiner Möhre, sag mal? Flip. Warum wird hier immer gehupt? Ah, vorne auch noch. Oh, jetzt! Sag mal, das geht Hupfverein hier. Da. Okay, Reifen sollten fertig sein, genau, dann kommt hier noch eine Batterie. Ah. War ich meine Batterie? Oh nö! Du kleiner, dreckiger Hosenscheißer! Wo sind meine Batterien? Hilfe, Batterien? Ach da. Ich habe doch keine Zeit! Ah, ist doch shit. Oh Mann, ey. Der Motor ist so schön. So. Zündkerzen. War meine Zündkerzen? Ja. Komm schon! Oh. So. Dann drehen wir das wieder zu. Ich habe keine Angestellten mehr, die sind alle am Ausruhen, ne? Ich fasse es einfach nicht, ey. So, da brauche ich Kühlmittel. Ist das Kühlmittel? Oder ist das Öl? Ich hab gar keine Ahnung. Kühlmittel sah doch anders aus, oder? Hier ist das Kühlmittel. Glaube ich. So, erstmal rein damit! Ja, das passt. Oh, ich hör mal meine Angestellten, sonst wird das hier nichts. Ich schaff das gar nicht. Guck mal hier. Megaschlange. John. Zahlung. Ja, hier. Aufgabenliste. Du gehst tanken. Du. Was hast du denn überhaupt hier? Mitarbeiter feuern, Aufgabenliste. Gehst du Autos reparieren? Und du gehst mal Kasse bedienen. Und dann Eier. Schmutzig. Hier ist es ziemlich schmutzig. Guck mal, das sieht auch alles komplett ein bisschen anders aus. Der Boden und so, ne? Wei. Es muss alles neu geordnet werden hier. Eigentlich eher sehr schlecht angeordnet alles. Aber naja, können wir ja noch mal rennen. Können wir ja noch durchführen, die ganze Geschichte hier. So, das weg. So viel Staubgelumpe hier. Oh. Ich brauche den Müllsack. Ja, ist okay. Ich glaube, da füllt sich jetzt auch nicht mehr so schnell. So. Eck hier aus dem Weg. Immer noch so ein Haufen Zeug rum. Ja, widerlich. Die hängen ja irgendwie draußen rum, Alter. Was ist das denn? Was scheiße. Ich denke, das ist durch die Änderung an dem Spiel selbst. Weil ich glaube, dass die Zähne, die du hier rausnehmen kannst, zählen nämlich nicht. Naja, die bleiben dann wieder liegen.
So. Okay, mehr ist jetzt soweit nicht. Gut, dann den Müllsack noch nehmen hier. So, wieder bin ich mit Spritzi machen. Mal schön Auto sauber machen, ne? So, sieht das doch gut aus. Sehr, sehr gut. Nimmst du mal deine Quanten bei der Seite, sonst wirst du nass. Mädel. Ich garantiere hier für nichts. Jo. So, Werkstatt ist einer. Wie gesagt, das wird ja gemacht. Habe ich hier schon was geholt? Ja, guck mal hier. 5. Können die mal kaufen. Keine Produkte davon, okay. Sonnenbrillen habe ich jetzt auch noch nicht geholt. Da ist 5. Schön. Ja, dann ist das auch voll. Schön. Naja. Ja, gut. Autoteile haben wir jetzt hier so nicht. Donuts haben wir immer noch einen Haufen. Die werden irgendwie kaum gekauft, habe ich so den Eindruck. Okay. Läuft ja ganz gut. Jetzt wollte ich mal gucken. Wie gesagt, das müssen wir noch sowieso neu streichen und machen und tun. Wo ist denn der Vorschlaghammer jetzt überhaupt? Komm hier rüber, hat er erzählt. Ein Plan. Richtig checke ich jetzt gerade nicht, du. Oh, hier liegt noch ein Stuhl rum. Nehme ich mal mit. Damit habe ich hier Jimmy ins Überlatz gekloppt. Wenn wir mal auf den Sack geht. Nein! Nein! Ich hasse dich. Beep. Ich sag. Dennis heißt er, ja genau. Dennis. Ich sag mal Jimmy. Genauso schlimm. Oh, Jimmy. Also, hab ich den vielleicht hier irgendwo hier im Regal aber nicht. Produkte haben wir hier. Autoteile haben wir hier. Jo. Ich muss, ach so, apropos Reifen, muss ich auch mal aufstellen hier. Der hat nämlich gar nichts mehr viel. Möchte ich sagen. Place all. Ach, da haben wir noch welche. Guck mal. Schön. Machst du hier die Tante mal? Oder? Was ist mit ihr noch? Die hat ja Probleme mit Reifen und so. Was ist denn? Der sich festgepackt oder was? Sowas gibt's keine Bezahlung, sag ich dir gleich. Bloin. Wenn ich alle Probleme machen muss. Fass ich aber nicht. So. Ja. Hier. Kraftstoff ist auch niedrig, das ist schlecht. Muss ich mal bestellen gleich. So, da hinten hat sie noch einen Reifen. Ich frage mich immer, wie die herkommen. Wie schaffen die das? Macht ja nicht viel aus, warum ist ja eh alles sandig. So. Hier. Jetzt hat er mit dem Bären gekämpft, sehe ich schon. So, was noch? Spiegel. Klar, Spiegel auch noch. Was noch alles? Auto kann nicht getankt werden, kein Kraftstoff mehr. Das fehlt mir noch. Oh wei. Oh je. Okay, müssen wir Kraftstoff bestellen. Wollte ich ja vorhin machen, aber ich wusste ja nicht, wie viel wir haben. Hier, 500. Was war das für eine Hand? Warum krabbelst du mich an, Gumpel? Was ist mit dir? Oh, Place 5, damit wir von allem was haben. Und dann können wir den Rest auffüllen.
Ne, geht glaube ich nicht. Okay. Und Zigaretten haben wir ja auch noch. Place 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Okay, das war's. Gut. Kraftstoff kommt gleich, denke ich mal. Dann haben wir das auch erledigt. Eine Tankstelle ohne Kraftstoff ist natürlich keine Tankstelle. Das ist immer so. Ja, ja. Ja, mal ein bisschen spritzi machen. Ja. So. Na, guck mal, das sieht doch schon gut aus hier. Sauberkeit kennt keine Grenzen. Warum stehen die eigentlich immer im Weg rum? Bitte. Ich will ja Kohle machen und nicht hier Kohle verlieren. So. Pump rein das Zeug. Lass laufen! Den können wir mal zurücksetzen hier. Sehr gut. Okay. Der eine ruht sich schon wieder aus. Dieses Gehupe, ne? Ich raste hier aus. Ich schlage alles kaputt. Warum schmeißt ihr hier den ganzen Million hier rum? Was ist mit euch? Nimm mal deine Quanten bei der Seite, sonst komm ich nicht am scheiß Müll ran. So. Ei. Komm her. Lass den Mann doch mal tanken. Was ist denn mal los? So, hier ist keiner mehr. Trinkgeld. Thanks. Bitte. Ich zieh dir mal ein Shirt an. Ja, gruselig. Gruselig. Okay. Also ich muss ja echt noch rauskriegen, wo der Vorschlaghammer sein soll. Ich hab keine Ahnung. Ich check es gerade so nicht so. Weil das ist ja normal hier. Ansonsten habe ich ja nicht viel. Hier drinnen sollte eigentlich komplett so rot sein oder sowas. Ne? Habe ich doch eigentlich vorgehabt. Wobei das schon ziemlich dunkel ist. Oh. Ja, aber ich nicht. Hörst du mal auf zu laufen? Herr Polizist, was machen Sie da? So, können wir hier nochmal einen anderen hinpacken hier. So, da. So, verschiedene Sorten. Alles nur für euch. Das sind die Autoteile. Lieferung, Produkte. Wir haben Alkohol, Zigaretten, Ice Cream haben wir, glaube ich, noch. Autopflege, genau. Das sind nochmal 20. Und 2, dann 3. Guck mal, die sind alle im Angebot. Alles im Angebot aktuell. Ist doch geil. Wie viel nehme ich denn da mit nochmal? Weil das gibt natürlich richtig Geld. Money, money. Zeitungen haben wir noch. Hüte haben wir, glaube ich, zwar auch noch. Oi, oi. Brüllen. Haben wir auch nicht mehr. Oh, hier. Die Chocolate Classes. Geil. Kann ich das kaufen? Ist das schon zu viel? Nicht genug Platz. Was? Machen wir eben die Hüte mal raus. Auch glaube ich auch keine Hüte aktuell. Ich habe aber noch keinen Platz. Brillen. 470. Lager 470. Ach du Schande. Jetzt kann ich aber. Nee, kann ich immer noch nicht. Ich gebe Look, eine Lieferung anzufordern. Ja, ja. Alter, ich bin so voll, ich kann gar nichts mehr bestellen hier. Himmelswillen.
keine Produkte mehr. Ja, trinken und sowas brauche ich aber auch noch. Ich habe auch so viele Donuts, ne? Das ist unglaublich. Davon haben wir ja auch noch. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Güte, haben wir gar nicht mehr viel, siehste. Gut, jetzt haben wir aber wenigstens mal wieder ein bisschen Platz geschaffen. Kippen. Jo, 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 jo. Sehr schön, das ist wieder voll. Ah, Waschanlage, Kraftstoff eine, Kasse 2. Ja, das passt ja. An die Waschanlage selbst kannst du, glaube ich, gar keinen schicken, ne? Na, die fehlen ja auch noch. Na, das ist ja toll. Die fehlen mir gerade noch. Der Kassenfred haut bald ab. Oh weia. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für die. Oh. Ja, der Kasse muss jetzt echt noch durchhalten, Junge. Komm rein. Schneller. Der will du. Der will du. So, das wäre erledigt. Ich mach hier schnell sauber, sonst hauen die nämlich wieder ab. Die sollen ja einkaufen hier. Die sollen hier Kohle lassen, ohne Ende Kohle lassen. Auch die Mülleimer, wenn die immer voll sind, die hauen sofort wieder ab, die Typis. Deswegen immer schön sauber halten, während die hier sind. Die machen nämlich auch einen Haufen Dreck. So. Kompatros. Alles schicki sauber hier, guck mal. Der Boden glänzt, da kannst du mit deiner Zunge drüber rutschen. So. Was guckst denn du so? Komisch. Ah, Donuts holen sie sich zumindest. Das ist schön. 4, 5, 5. Der Typ ist abgehauen. Jetzt war, jetzt mache ich das alleine hier. Ach, ich phase es einfach nicht. Die hauen immer am besten Zeitpunkt, hauen die ab, ey. Weiter. Zeitung, was zu trinken. Na, du hast aber. Du hast. Hallo? Ging gerade nicht. Jo, gehst du mal bitte. Danke. Ah, hier noch sauber. So. So. I was worried we'd be stranded. Ach du Kacke, ey. Weiter. Nächste bitte. Kraftstoff sind auch 3. Ich drehe durch. Ich muss mal Leute holen hier. So, der ist ausgeruht, sprich, der macht, glaube ich, immer Kasse. Bediene die Kasse und du machst, glaube ich, immer Auto. Und dann machst du jetzt mal betanken oder so. Wer ist meine Bezahlung? So, mach überhaupt nichts hier. Tanken. Ja, ja, ich gehe mal zur Werkstatt eben. Hier ist nämlich auch kein Mensch mehr. Wie sieht das überhaupt aus hier? So, wie sieht's denn aus? Ach du Heilige. Was habt ihr immer mit euren Reifen? Mal ganz ehrlich. Und dran hier, das Ding. So, nächste. Alle kaputt. Alle kaputt. Ja, weiß ich doch. Weiß ich doch.
Ich bin noch da. Ich habe noch keine Zeit. Ich bin etwas beschäftigt hier. So. Also stehen immer noch 8. Bitte wegmachen. Danke. Dreh durch hier. Es ist 6.23 Uhr und die Kasse ist voll. So, was noch? Kühlmittel wahrscheinlich, ja? So. Oh, ist ja komplett leer. Nein, brauche ich nicht. Und Türkratzer auch noch. Oh Mann. Muss ich auch bestellen, glaube ich. Aber gut, dass du den Bärenkampf überlebt hast. Das ist doch schön. Was rufen die denn die ganze Zeit? Was noch? Was denn noch? Igel. Bei dem wir denken können. Oh. Dieses Gehupe, ne? Es geht mir überhaupt nicht auf den Sack, Alter. Ai. Warum hupt ihr denn hier? Ach, Unfall! Oh! So! Und jetzt Appa! Mit dem Besen zieh ich euch eins drüber, sag ich euch. Dreckigen. Macht ihr da? Hier gibt's kein Rudelveranstaltung. Meine Güte, das kann aber nicht wahr sein hier. So, hier. Alles weg. Mal ein bisschen sauber machen hier. Flip, flip. Flip. Das sieht ja aus. Flip, flip. Flip, flip. Okay. Keine Ahnung, wie viel Reifen hier reinpassen können. So, ich hol mal kurz einen Kollegen. Angestellten. Du machst hier mal bitte Zahlung. Und machst mal die Werkstatt. Danke. Gut, dass die Bewegung wieder da ist. Das ist schön. Der hat alles geschafft hier. Oh, was ist denn hier passiert? Wieso? Wie kommt hier überhaupt ein Fisch her? Hier ist alles Wüste. Wo kommt der her? Wie kann der noch leben? Und generell meine ich. Nein. Oh, nein! Hallo? Ah, aber. Aber wir gucken mal in der nächsten Folge, dass wir irgendwie mal schauen, wie wir das Ding hier mal umändern können, verbessern können und machen können. Wobei ich finde, die Kasse steht schon gut. Hier kommen sie rein, können hier stehen. Ist eigentlich schon nice. Na, du wartest bestimmt auch schon ein paar Stunden, Kumpel. Royal, war das eben. Dafür kriegst du eine 1A saubere Karre, ich schwöre. Nein, ich bin zu weit gegangen. Ja, guck mal. Guck mal, wie sauber dein Auto ist. Just as I wanted. Yeah. Und Abfahrt. So. Warenhaus. Ja, das ist mir bewusst, aber ich suche immer noch den Vorschlaghammer. Wir sollten doch so einen Vorschlaghammer haben. Aber den haben wir nicht im Menü. Oh. Schweine. Immer noch alles immer so dreckig machen. Schmutz. Schmutz ohne Ende, Schmutz. Blub. Das kommt mal weg. Das kommt mal weg. Das hier. Sag mal, die benehmen sich wie. Wie Säue. Nein. Shit. Lass mich. Hup ja nicht. So. Okay.
Hier haben wir auch noch Eis. Ja, kein Wunder, warum wir so voll sind hier mit dem ganzen Gedönse. So, jetzt haben wir noch 7 davon, okay. You botched it. Hast du aber da Kacke gemacht, Kumpel? Boah, ich kündige dich. Ich schwöre. Es sind aber auch viele jetzt hier immer, wenn ich da bestelle. Das wird immer weniger hier. Trinken habe ich gar nicht mehr. Donuts habe ich ohne Ende, Leute. Die wollte ich, ja, hatten wir schon das letzte Mal Probleme, ne? Mit dem Donuts. Da hatten wir das letzte Mal schon Probleme. Okay, ist auch voll. Hier haben wir keins mehr. Gut. Das ist soweit sauber, das passt. Werkstatt sollte jetzt auch laufen. Ich muss jetzt echt nochmal gucken. Ja, wo ist denn das mit diesem blöden Vorschlag? Was ist denn das da? Was liegt da auf dem... Was zum Henker? Ich frage erst gar nicht. So... Ja, habt ihr Kippen. Gut. Kohletechnisch sieht das auch schon einwandfrei aus, möchte ich es meinen. Ja. Ich weiß nicht. Man könnte ja viel Musik machen und so. Bilder, ja. Autoteile, Produkte, das interessiert mich alles eigentlich nicht. Regale habe ich jetzt auch nicht. Ich muss dann unbedingt mal gucken, wo ich das finde. Nämlich gerade gar keine Ahnung. Man kann die doch auf definitiv größer machen, glaube ich, jetzt inzwischen, die Tanke. Machst du den Kumpel da mal noch oder willst du hier nicht? Dass sie sich da mal festpacken müssen. Keine Produkte mehr, ich brauche Reifen. Reifen. Da haben wir auch bloß noch 10. Das passt zumindest. Okay, die Spiegel wurden auch erweitert hier. So viele waren das vorher nicht. So viele Ständer dafür. Moin. Mach mal kurz putzi. Geld würde ich mir ja nicht durch die Finger sausen lassen. Das wäre ja blöd. Na, ich glaube, ich brauche bald Druck hier. Gibt's das überhaupt noch? Da muss ich das gar nicht mehr machen. Aber ich glaube schon, müsste es noch geben. Oder? Ich gehe mal gucken. Mensch, Dieter, du bist ja auch noch da. Ja, ist Hunger, boah, ich weiß. Oh, nicht mich fressen, bitte. Ja. So hungry. Ja. Ist dich satt. Das ist eigentlich total das Ekelwetter. Wasser hier. Das ist total widerlich. Damit wird mir ein Dings gewaschen. Das ist ja abartig. Okay. Sind wir schon durch? Ich komme mal wieder hoch. Das stinkt vielleicht. Meine Güte. So, jetzt geht's noch. Ist noch alles sauber soweit. Da müssen wir die Bude aber dann auch wirklich zumachen, wenn wir jetzt hier umräumen wollen und alles besser machen wollen. Schickimicki und so.
Haben wir das noch weg? Armer Fisch. So. Ah, ich hab schon wieder maßlos überzogen hier. Maßlos. Weiß nicht, ob ich das dann teile vielleicht. Mal gucken. Ich denke mal schon. Dann haben wir wieder ewig Folgen hier. So übel lange Folgen. Meine Güte, ist dein Dreck aber hartnäckig hier. Mann, Mann. Das ist bestimmt so ein hartnäckiger Typ, ne? Jo, bitte. So. Okay. Okay, gut. Ne, dann werde ich mal das jetzt hier mal beenden. Dann werde ich mal gucken, wie ich hier den Vorschlaghammer bekriege. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin ein bisschen, weiß ich nicht. Ahnungslos, sag ich mal so. Ich weiß nicht, ob das Vorschlaghammer war oder so. Ich werde die E-Mail nochmal lesen. Da werde ich gucken. Oh, Moment. Wie machen wir das? Das A. Nee, nee, war verkehrt. Oh, ich habe mich verdrückt. Mist. Was soll denn jetzt noch mal gucken? Ah, gut, ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Dennis, du kleine Dreckige. Macht's gut, ja, tschüss. Tschüss.